Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir hier den Merry Spicemas Just Spices kleinen Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt wieder den kleinen und es gibt den großen, Der große ist gefüllt mit Full-Size-Größen, der kleine ist gefüllt mit Probiergrößen, mit so kleinen Tütchen halt und einer Full-Size am 24. Dezember. Ich habe mir das im Bundle bestellt, das heißt sowohl diesen Adventskalender als auch den großen. Dann waren da noch zwei Kochbücher mit dabei und dies, das, Ananas. Gab nämlich zu dem Zeitpunkt halt auch einen schönen Rabatt, sodass das Ganze auch sehr attraktiv für mich war. Ich habe mir aber überlegt, dass ich den Inhalt von diesem Adventskalender an einen von euch verlosen möchte. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Denn ich habe ja den großen schon ausgepackt, ne? Habe dann, glaube ich, im Bundle tatsächlich für beide zusammen mit diesen Kochbüchern und so weiter und so fort so viel bezahlt, wie wenn ich den großen halt alleine gekauft hätte ohne Rabatt, also quasi 99 Euro. Und ich habe mir gedacht, komm, es ist Weihnachten, Leute. Nein, es ist, ja, ne, ihr seht es ja im September wahrscheinlich. Es ist die Zeit, wo man halt auch ein bisschen was zurückgibt und da möchte ich halt auch ein paar mehr Verlosungen machen. Ich habe normalerweise auch eine Kooperation mit Just Spices. Da könnt ihr mit Just Claudi auch immer mal wieder was sparen. Aktuell müssten das 5 Euro Rabatt sein. Und wenn das mal irgendwie zu einem kurzen Zeitpunkt höhere Rabatte sind, teile ich das auf Instagram. Schaut da gerne vorbei. AIDWIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter heiße ich dort. Weil so schnell, wie da manchmal sich Sachen ergeben, kann ich keine Videos erstellen. Ne? Okay, so. Hier haben wir den Adventskalender. Der ist halt wirklich klein und fein. Ne? Ho, ho, holy spices. Und jetzt schauen wir einfach mal hier in die Nummer 1 hinein. Genau, und nur der Inhalt wird verlost, weil ich muss jetzt hier die Kläppchen öffnen. Das geht ja nicht anders. In der Nummer 1 befindet sich ein Spekulatiusgewürz mit 4 Gramm. Dazu haben wir dann auch immer einzelne Rezeptideen. Also das packe ich euch dann auch so zusammen, dass ihr das dann auch genauso gewinnen könnt. Und ich will nicht spoilern. Schaut euch auf jeden Fall auch das von dem großen Adventskalender an. Aber ich kann sagen, dieses Gewürz befindet sich auch im großen Adventskalender. Auch mit dabei ist die Nummer 2 und hier haben wir drin enthalten das Hähnchengewürz mit 8 Gramm und auch dazu eine entsprechende Rezeptkarte. Und ja, Hähnchengewürz mögen mein Freund und ich richtig, richtig, richtig gerne. Das ist echt sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch notfalls auch über Pommes oder sowas drüber machen, ne? Das kann man super zweckentfremden. Ist echt empfehlenswert. Auch die Nummer 3 ist mit dabei und hier haben wir den griechischen Salat-Dressing-Mix mit 4 Gramm drin enthalten. Und als Rezeptidee gibt es den griechischen Bauernsalat. Das sieht doch schon mal sehr lecker aus. Schön mit Feta und dann so ein Olivenbrot dabei. Oh, kriegt man richtig Bock drauf. Kann man auch schön so als, als Weihnachten, hast du dann halt quasi als Salat Beilage mit dabei. Ne? Ansonsten ist es eher etwas Sommerliches, finde ich, weil so Griechenland, ich weiß nicht warum, aber so dieses ganze Südländische erinnert mich eigentlich eher so an Sommerurlaub. Hier haben wir die Nummer 4. Lasagnesuppe wäre das Rezept und natürlich ist der Lasagne-Gewürzmix dann in der Nummer 4 mit 5 Gramm drin enthalten. Auf jeden Fall eine ganz leckere Geschichte, finde ich persönlich. Und ja, kann man sich auf jeden Fall dann mal anschauen. Eine Lasagne-Suppe habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen. Das sieht auch, guckt euch das mal an. Schreibt mir mal in die Kommentare, hast du schon mal eine Lasagne-Suppe gegessen? Das sieht echt innovativ aus. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Mac and Cheese können wir mit Knoblauchpfeffer machen. Okay. 6 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und Mac and Cheese, Macaroni mit Käse. Das ist ein ungefähr mega reichhaltiges, aber auch super leckeres Gericht. Nikolaus, die Nummer 6, enthält etwas, was ich jetzt nicht so hart feiere, und zwar das Chai Latte Spice. Da sind 4 Gramm drin enthalten und hier ist ganz klassisch dann auch eine Rezeptidee für Chai Latte mit dabei. Ich weiß nicht, warum ich das nicht so gerne mag, muss ich wirklich sagen. Keine Ahnung. Ich meine, gut, ich habe eine Zeit lang, beziehungsweise bevor ich schwanger geworden bin und um schwanger zu werden, tatsächlich auch unterstützend goldene Milch getrunken. Vielleicht mag ich deswegen keine Chai Latte mehr. Ich mochte es vielleicht vorher, aber ich habe es nie wirklich so gerne getrunken. Ne? Also wenn andere das halt auch getrunken haben, war das immer so, mochte ich auch nicht gerne riechen.
In der Nummer 7 haben wir den Italian Allrounder mit drin enthalten. Das ist wirklich eine leckere Geschichte. Hier kann man Rigatoni mit Ofentomaten machen. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und das sind 6 Gramm hier drin. Und ja, ich weiß auch nicht, wie ich das euch werttechnisch dann ausrechnen werde, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie zusammenbekomme. Ich glaube, auf der Homepage stand irgendwas, dass das einen Wert von 45 Euro irgendwas haben soll. Ne, ist immer schwierig, weil gerade diese kleinen Verpackungen haben ja auch meistens einen höheren Wert als das, was quasi dann das wäre, wenn man das runterbrechen würde, weil ja auch mehr Arbeitszeit, Arbeitsschritte, bla da drin enthalten sind. Ich guck mal, ob ich das so ausgerechnet bekomme. Mal schauen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Sour Cream und Tomatensalza ist das Rezept. Und Sour Cream Gewürz haben wir hier drin enthalten mit 4 Gramm. Finde ich sehr, sehr ansprechend tatsächlich, weil ich einfach finde, das ist... Also ich habe gefühlt immer irgendwie so halt Quark zu Hause. Ne? Und dann machst du einfach Quark, Creme Fraiche, das hier und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Zitrone mit dabei. Und hier hast du halt auch... Ja gut, das ist ein etwas längeres Rezept. Ne? Okay, also... Das kann man sich dann schön zusammenmischen und damit halt so ein bisschen was verfeinern, wenn man es halt eher so in die saure Richtung haben möchte und da ein bisschen Pep reinbringen will. In der Nummer 9 dürfen wir uns über bunte Vollkornstullen mit dem Stullenspice freuen. 5 Gramm sind hier drin enthalten und das ist auch so ein Klassiker, was ja auch viele super gerne mögen und auch, ich glaube, eins der ersten Produkte, die Just Spice es ja auch so rausgebracht hat, oder? Ja, ich weiß nicht, über mir kreist meine Hornisse vor allem. Ne? Ich habe hier auch ein Glas und ein Dings. Ich möchte sie eigentlich gerne fangen und dann nach draußen bringen. Ich habe eben zugeredet, aber sie möchte nicht gehen. Aber wie es mit dem Adventskalender weitergehen wird, werden wir in der Nummer 10 sehen. Also falls ihr hier irgendwie was hört, ne? Wisst ihr Bescheid. Bunte Poke Bowl mit Thunfisch ist das Rezept und Asia Bowl Topping mit 4 Gramm ist hier drin enthalten. Joa, ne? Also asiatisch bin ich jetzt nicht so der Fan von, beziehungsweise von diesem Bowl. Das ist nicht so meine Welt. Aber gut, man möchte ja auch so ein bisschen breiteres Spektrum präsentieren. Schätzelein, du sollst dich irgendwo hinsetzen und warten. Und ich drehe mein Video zu Ende und gleich kannst du ja machen, was du willst. Dann bin ich hier fertig und dann bin ich weg. Dann schaue ich jetzt mal in die erste Schnapszahl. Das ist die Nummer 11. Eiersalat-Sandwich. Das ist der Rezeptvorschlag und Ei-Topping mit 4 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ja, so ein Ei-Topping ist eine schöne Geschichte, um sein Ei einfach mal aufzupeppen. Dann hat man nicht ein einfaches Ei, sondern ein Ei-Ei-Ei. Wow, der war schlecht. Halbzeit, die Nummer 12. Ofengemüse-Gewürzmix mit 4 Gramm finde ich richtig cool. Wir machen super viel Ofengemüse, stehen wir total drauf. Und Ofengemüse-Hummus-Sandwich ist hier tatsächlich die Rezeptidee. Jo. Also ich würde es mir einfach über generelles Ofengemüse machen, ne? Und dann ist fertig. In der Nummer 13 ist die Rezeptidee Pistazien Energy Balls und Kaffeekuss ist das Gewürz mit 4 Gramm. Mag ich persönlich nicht ganz so gerne, weil da Zimt drin ist und da hört für mich irgendwo die Liebe auf, muss ich gestehen. Also das gehört für mich irgendwie nicht so zusammen. Nee, mag ich nicht so gerne. Pistazien Energy Balls hört sich hingegen aber super interessant an. In der Nummer 14 haben wir Frikadellengewürzmix. Das ist schön. 5 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist ein Gewürz, was mein Freund und ich so noch nicht ausprobiert haben. Und Frikadellen in Pilzsoße ist das Rezept. Also das passt natürlich so richtig schön. Oh, so ein Soul Food, so ein richtig herzhaftes Gedöns zur Weihnachtszeit oder halt im Winter, ne, finde ich sehr angenehm, finde ich auch sehr passend. In der 15 haben wir ein Bolognese-Gewürz mit 4 Gramm drin enthalten und Gnocchi-Bolognese-Auflauf ist hier das, die Rezeptidee. Also Bolognese ist auch so ein schönes Soul-Food, passt in diese kalte Jahreszeit, wo man einfach auch so deftiges Essen mag. Ne? Finde ich gut. Oh, in der Nummer 16 haben wir Tomate-Mozzarella-Spaghetti. Also im Prinzip kann man sich diesen Adventskalender auch super nehmen, um so ein paar, weiß ich nicht, neue Ideen zu finden, Rezeptideen, Einblicke. Inspiration, ich glaube, das kommt ganz gut. Tomaten-Mozzarella-Gewürz haben wir hier mit dabei mit 5 Gramm. Und ja, sowas ist sehr interessant. Also Tomaten-Mozzarella-Spaghetti mit Pinienkern habe ich richtig gerade Bock drauf. Coole Sache. Und nicht halt nur über diese klassische rohe Tomaten-Mozzarella-Geschichte. Ne? Lecker. In der Nummer 17 haben wir ein sehr spezielles Gewürz drin. Und zwar ist das ein...
Oh, das ist leider aufgerissen. Das tut mir jetzt leid. Ich verlose es ja trotzdem weiter, ne? Das Lachsgewürz ist hier mit drin. Und 4 Gramm sind hier drin enthalten. Und die Lachsbowl ist der Rezeptvorschlag. Ich finde es manchmal etwas schwierig, wenn man das halt wirklich auf ein Rohprodukt runterbricht. Aber an und für sich jetzt mal ohne Flachs. Du kannst es ja auch. Okay. Jetzt mal ohne Flachs. Dieses Gewürz funktioniert ja nicht nur bei Lachs. Schöner Reim, muss auch sein. Jetzt hat es einen Lauf. Oh. Simmer in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Yo, 5 Gramm von dem scharfen Topping. Das ist eine schöne Geschichte für Leute, die halt super auf diese scharfen Geschichten stehen. Ne? Poutine steht hier drauf. Sagt mir gar nichts, muss ich gestehen. Wenn man es falsch ausspricht, könnte man sich auch in Teufels Küche begeben. Wow, also schlechte Witze sind wirklich gerade hart am Start und auch schlechte Reime. Wow, okay, ja, scharfes Topping läuft. Okay, wer hat das jetzt gerade gesehen? Ich hab's gesehen. Wow, wow. Hat man das gesehen? Ich hab sie gefangen und bringe sie jetzt eben nach draußen. Das war eine anhängliche Hornisse, die wollte gar nicht mehr rausgehen aus dem Glas. Großartig, aber ich habe sie jetzt rausgestellt, rausgebracht, rausfliegen lassen. Ihr wisst Bescheid, ne? So, wir waren in der Weihnachtswoche und jetzt bin ich bei der Nummer 19 und habe hier den mediterranen Gemüse-Allrounder mit drin. 5 Gramm haben wir hier drin enthalten und Roasted Vegetable Soup ist hier tatsächlich der Vorschlag. Ich finde nicht, dass es super lecker aussieht. Also ich finde es jetzt nicht super ansprechend, muss ich leider gestehen. Aber den mediterranen Gemüse-Allrounder an sich finde ich sehr, sehr lecker. Haben wir auch bei uns als Full Size schon im Gewürzregal stehen. Ich mag das gern. Die Nummer 20 begrüßt uns in dem 20er Bereich und hier haben wir drin enthalten Apfelzimt Oatmeal Spice mit 4 Gramm. Sowas finde ich auch sehr passend zum weihnachtlichen allgemein halt, ne? Also mag ich wirklich gerne leiden und ja, passt auf jeden Fall. Apfelzimt Porridge ist ja hier der Vorschlag als Rezeptidee und Porridge ist ja sowieso so ein Trendding, was irgendwie, ne, jeder irgendwie schon mal so probiert hat oder wie auch immer mit Berührung hatte. Ich mag gerne Porridge, damals bekannt als Haferbrei oder Haferschleim. Also tatsächlich seit meiner Kindheit esse ich sowas. Sieht natürlich ein bisschen hübscher aus, wenn du dir da auch wirklich so schön Äpfel und so rein bastelst und dann halt noch das Spice drüber gibst und so, dann gibt es dem Ganzen noch ein gewisses Extra. Die Nummer 21 haben wir hier und hier haben wir drin das Feta-Gewürz mit 4 Gramm. Joa, ne? Eine leckere Geschichte kann man dann auf jeden Fall auch schön verwenden, wenn man sich ein Feta machen möchte und den so auf den Grill packt oder so. Leute, guckt euch das Unboxing von dem Großen an. Gegrillter Feta ist hier auch dann der Rezeptvorschlag. Ja, sieht auf jeden Fall alles soweit so gut aus. Finde ich auch sehr lecker und sowas ist auch ein schnelles Gericht, was man mal eben so dann machen kann. Feta hält sich ja auch ewig und 3 Tage im Kühlschrank. Ne? Nimmst du ein Feta raus, machst du hier so dieses Gewürz drauf und hier sind auch einfach Oliven und Tomaten. Gut, kannst du auch noch so mit aufpeppen und so. Ne? Aber ja, auch ein schnelles, easy peasy, leckeres Gericht. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, cremige Kartoffelsuppe mit dem Kartoffel-Allrounder. 5 Gramm haben wir hier drin enthalten und sowas ist auch wirklich einfach anzuwenden. Du kannst es über alle möglichen Kartoffelgerichte geben. Also ob du das jetzt über hier als Kartoffelsuppe nimmst, ob du das über Kartoffelbrei nimmst, ob du das über Pommes, Kartoffelspalten, Bratkartoffeln, ne? Finde ich richtig cool, wird auf jeden Fall seine Anwendung finden. Also jetzt nicht dieses hier. Guck das andere Unboxing an, weil dieser Adventskalender wird ja verlost. In der Nummer 23 haben wir den Zucchini-Gewürzmix. Auch hier wieder 5 Gramm. Auch hier wieder ein Produkt, was halt auf ein Rohprodukt bezogen ist. Kannst du aber auch über andere Gemüsesachen bestimmt mit drüber machen. Ne? Zucchini-Auflauf ist hier die Rezeptidee und das ist auf jeden Fall ansprechend. Trommelwirbel für Türchen Nummer 24. Was wird hier wohl drin sein? Wir haben keinen Anschein. Es ist das allseits bekannte und beliebte Avocado-Topping. Genau, und das in einer Full-Size mit 60 Gramm. Finde ich cool. Ist auch tatsächlich in so einem schönen weihnachtlichen Design. Ich weiß nicht, ob das ein Special Design ist oder ob das immer so aussieht. Also ich habe das noch nicht so gesehen, dass es hier so foliert ist. Ne? Und in jedem Adventskalender haben wir auch immer mit dabei, also in dem Fall ja noch eine Rezeptidee, und zwar gebackene Avocado mit Ei, sehr lecker. Und halt noch einen Gutschein und diesen Gutschein, das ist ein
ein individueller Code, ne? Lege ich auch mit in den Gewinner-Gedönsen mit rein, vielleicht sogar den Gutschein von mir auch mit dabei. Genau, dann hast du auf jeden Fall 2 mal 5 € mindestens gewonnen und maximal 100 €. Das weiß ich jetzt so nicht aus dem Stegreif natürlich, was da so drauf ist. Das wird man dann herausfinden müssen, weil man kann 50 € maximal auch gewinnen. So, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mich sehr zusammengerissen, ich kann es nicht anders sagen. Aber dieser Adventskalender, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr immer wieder das Gleiche ist, aber da ist exakt das Gleiche drin wie im Großen. In der exakt gleichen Reihenfolge. Das ist doch scheiße. Vor allem, weil das als Bundle angeboten wird. Also, an und für sich ist das ein Adventskalender, den ich ganz nice finde. Dass du für, ich glaube, 35 € soll der Original ja kosten, ne? Halt nur so einmal Portionchen bekommst, 24 Mal bzw. 23 Mal und eine Full Size, finde ich schon krass. Deswegen, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt dazu raten, sich den kleinen Adventskalender von Just Spices zu holen, ehrlich gesagt. Ich würde aber auch nicht dazu raten, sich das Bundle zu holen, wenn man den Adventskalender dann für sich selber haben möchte. Wenn man aber sagt, Mensch, ich hole mir den kleinen Adventskalender für mich selber oder ich möchte den kleinen Adventskalender dann für mich selber auspacken und den großen verschenke ich weiter oder eben umgekehrt, ne, ist das halt eine Möglichkeit, dass man dann halt auch irgendwie. Ne, aber ich finde das ziemlich blöd, bin ich ehrlich, dass da das Gleiche an jedem Tag drin ist. Also die hätten meiner Meinung nach in die Adventskalender unterschiedliche Produkte reinpacken können. Als ich eben die Hornisse rausgebracht habe, habe ich das meinem Freund gesagt und da sagt er auch, hä, haben die keine 48 Gewürze oder Gewürzmischungen bei Just Spices? Doch, eigentlich schon, ne? Und deswegen ist es ziemlich traurig, meine Meinung. Aber an und für sich, wenn man jetzt nicht beide sich im Bundle geholt hätte, wäre das ein Adventskalender, den man sich auf jeden Fall anschauen kann. Das Einzige, was ich halt hier einfach monieren muss und möchte, ist, dass wir halt dann 23 Probegrößen wirklich nur drin haben. Aber das ist bekannt, wenn man den kauft, ne? Und eine Full Size. Das ist halt ein bisschen bitter. Aber ansonsten, ja, kann man das machen, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare unten rein. Ja, wie gesagt, den Inhalt werde ich hier verlosen komplett und dann halt auch noch mein hier Gutscheingedönsen damit beipacken, dass man halt irgendwie doppelte Möglichkeit hat, was zu gewinnen. Und ja, ich finde es wirklich ein bisschen dröge. Aber gut, jeder so wie er meint. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Habe ich gesagt, dass man theoretisch bei Just Spices mit Just Cloudy auch ein bisschen was sparen kann. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich damit auch ein bisschen supporten tatsächlich, denn das ist ein Affiliate-Rabattcode, ne? Das heißt, eine kleine Provision verdiene ich dran, aber ja, wie ihr halt möchtet, ne? Muss selber entscheiden und so. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender-Unboxing des kleinen Adventskalenders von Just Spices. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!